gefahren, aber fahrt dann doch mit dem Auto, weil man es gewohnt ist. Und also diese Sache der Bequemlichkeit und dass vielleicht die Belastungsgrenze oder die Kosten für eine Alternative noch zu hoch sind. Deswegen macht man es so wie immer, dass ich die Frage, wie bewegen die Leute dazu, das Verhalten zu ändern. Ja, also das sind zwei Punkte, die mir jetzt so gerade in Erinnerung sind, dass das durchaus nicht unbedingt so positiv gesagt worden ist, also der Takt eben oft Schwierigkeiten macht, dass eben bestimmte Anbindungen nicht verstanden, also am Arbeit vor Schubi-Dossi zum Beispiel, oder Nachtexpress in der Innerfahrt, also in der Innerfahrt, Innerfahrt, aber halt eben nicht auf Blutsussi. Und auf der anderen Seite die ganze Thematik des Weges von zu Hause bis zum öffentlichen Verkehr, also von den Bahnhöfen, Haltestellen. Aber wir bekommen wir da hin, da gibt es da eben ja, zukünftig vielleicht eben auch Möglichkeiten, Carsharing, autonome Kleinbusse, Elektrobusse, die irgendwie da in einem viel dichteren Takt, aber mit viel kleinerer Kapazität vielleicht dann über diese Bereiche erfahren und ja, also in jedem Auto dann einfach muss sowas laufen, was halt eben schwierig ist im Speisigungsgebiet. Ja, also das Thema First und Last Mile oder erste und letzte Meile war natürlich auch bei uns das Thema, gerade im Zusammenhang mit der Verlängerung der Montafonerbahn, die jetzt in unserer Gruppe ja gesehen worden ist, also das ist ein stilles Verhältnis für den finanziellen Aufwand und haben wir dadurch auch die gleiche Qualität wie beim Bus, weil der Bus hat zum Beispiel mehrere Haltestellen als der Bahn. Also da geht es vor allem so um die Frage, wie kann ich eben diese Verbindung von der Bahn zum Wohnort, zum Arbeitsplatz sicherstellen, wenn man schon mal im Auto sitzt, dann fahrt man weiter. Aber auch das Thema Parkplätze zum Beispiel bei Veranstaltungen. Ja, bei uns war auch der öffentliche Verkehr das Hauptthema, wo es eigentlich Kosten hat, soll nach dem Motto Angebot schafft Nachfrage stattfinden. Also das Angebot ist ja schon gut, aber es gibt Verbesserungspotenzial, was die Randzeiten anbelangt bei der Taktung. Und bei uns war auch das Umsteigen ein Thema, also gerade was die Motorbahnverlängerung anbelangt. Da hat es den Kosten, wenn man mehr als einmal oder zweimal umsteigen muss, dass das dann eigentlich unattraktiv ist. Genau, dass man das ohne Umsteigen schaffen sollte. Das sind ja einige Punkte angesprochen worden. Was jetzt noch zusätzlich gesehen wurde, ist die große Forderung nach einem Nachtbus, wo bloß bis auf nur dazu verbindet. Dass man einfach eh zweimal in der Nacht die Möglichkeit hat, zum Verdruss zu reinkommen oder in den Verdruss zu kommen. Auch bei uns, wenn ich die Durchgängigkeit muss gegeben sein, sonst ist es natürlich gleich der Filter, warum man von BPP nicht umsteigt auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Bahnerweiterung wird uns auch eher kritisch sein und man meint, ja gut, eure Berichte jetzt nicht so sehen, dass der Verkehr da weniger wird. Eben weil auch das Durchgängige sie müsst. Und die jungen Kleinen und uns hat man das die Ausweitung beim Antreten und im öffentlichen Verkehr gesteigert. Also müsste ich die Bahn so relativ kritisch sagen, in unserer Gruppe, das wird mein Gang von Dr. Thomas sehen. Das eins, also was auch wichtig ist, sind ja die Parkplätze, wo man auch mit dem Ball umsteigen kann. Und sonst ist eigentlich alles. Ich erwähne es jetzt auch noch, also es ist eigentlich auch alles genannt worden, was noch zusätzlich war, ist der Ausbau der Radwege. Das ist dieses Kriterium sich in die Zukunft. Und auch, die Lonely Drivers. Vorhanden ist, und ich glaube, das spielt aber ganz gut die Möglichkeit, also die Jungen ganz einfach andere Anforderungen für die Eltern. Und zwar? Die Jungen wollen Action, natürlich auch Natur, aber es sollte jetzt los sein, sowohl in der Nacht wie auch am Tag. Und die Eltern hätten gerne in Zukunft mehr Qualitätstourismus und mehr Ruhe und dass sich auch Gäste mit den Unterwohnern und Unterwohnerinnen identifizieren. Genau das gleiche wird in der Gruppe, genau wie gesprochen worden. Was man zu dem ist, Familienurlaub.
glaube, wir wollen davon, es ist ein großes Thema, das ist Stichwort Qualität. Ich möchte so ein bisschen was zum Thema Zeitraumsitze sagen. Da war ich schon im Konsens, dass die Zuggosse und dann vor allem, dass es regional abständig wird, also dass da jetzt keine Gemeinde eine Reinigung macht. Das war bei uns ein wichtiges Thema. Und das zweite war, dass was fehlt im regionalen Angebot, ist vor allem während dem Sommer schlecht wird. Das ist die Forderung, dass man die Tourismusangebote günstiger macht, weil es sei jetzt oft im Vergleich zu anderen Regionen, sei es in Montepulciano noch relativ teuer. Bei uns ist das Thema der Tagestourismus gewesen. Da wäre es gut, wenn es weniger Tagestouristen gibt und genauer Gäste, damit man mehr Leben in den Dörfern hat und weniger Verkehr auf den Straßen. Bei mir merkt man die Zusammensetzung der Gruppe, es waren auch Hoteliers und Feuerwerkungsbetriebe oder der Sonnenhausverwalter vertreten. Also Schwerpunktthema war das Thema, wie findet man Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, qualifizierte. Also da kann man auch so viel schöne Qualitätswerten wünschen, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fehlen. Und wir haben auch eine jüngere Teil uns sehr gut bekannt, die sozusagen auch über die Pflicht hat, wie es ihr ergangen ist in der Tourismusschule, vor allem bei den Praktikas, und da gibt es ein deutliches Verbesserungspotenzial, wenn man das so einfach nennen darf, also dass die Leute dann deswegen auch nicht in der Tourismusbranche sind. Da kann sich direkt ausschließen. Ja, das ist interessant, das ist ein bisschen ganz anders gesehen, das Thema ist schon auch nicht vollkommen. Aber natürlich auch diese Frage Qualitätstourismus, ja, aber die Region müsste sich halt entscheiden, entweder oder und nicht gleichzeitig auf die Pferde zum Setzen, Masse und Qualität, und das ist ein Spieß, und im Endeffekt beides irgendwie nicht fühlbar und erreichbar ist, sondern muss sich entscheiden und entweder dafür das eine oder für das andere den Schwerpunkte setzen. Ich möchte nochmal anschließen, weil in der Gruppe hat jemand gesagt, der ist ein Tourismusgeschädigter, also sie haben es mir dann erklärt, die haben einfach in der Kindheit oder Jugend wurde sehr viel im eigenen Haus vermietet und man ist dann in den Dachboden oder in den Keller gezogen, damit die Gäste die anderen Zimmer bekommen. Und da war doch der Ruf nach Qualitätstourismus, war da sehr stark in der Gruppe, auch als Chance für die Zukunft. Okay, damit herzlichen Dank für eure schwierige Aufgabe jetzt in dieser kurzen Zeit, diese Themen auch abzuhandeln und ein bisschen was zu ernten. Ich denke, wir haben einen halbwegs guten Überblick gekriegt. Herzlichen Dank an euch alle, dass ihr da eure Meinung und Sichtweisen gebracht habt. Und ich denke, die Moderatorin und Sabine sich auf jeden Fall an